Hallo zusammen, herzlich willkommen bei den Wiesner News, wie man sieht, heute aus unserem neuen mobilen Studio. Mehr dazu später. Dieses Video ist gesponsert von LexOffice. www.lexoffice.de/foto. Meine Buchhaltung macht sich von allein. Industrienews. DP Review ist eine große Webseite und auch ein YouTube-Kanal, die Reviews machen. Da schaue ich selbst auch häufig vorbei. Und die haben Fotorucksäcke, jetzt passend zur beginnenden Herbst-Wandersaison, Fotorucksäcke getestet. Und dabei ist der Fotohiker von CozySpeed, bei dem ich selbst ja auch Input gegeben habe. Ich habe mit CozySpeed nochmal Kontakt aufgenommen. Der sollte eigentlich schon fertig sein. Corona-bedingt ist leider doch noch Verzögerung. Der ist quasi fertig und ein Teil fehlt halt irgendwie in der Lieferkette. Und der wird voraussichtlich im Laufe der nächsten paar Wochen dann auch verschickt. Aber es, wie immer dieses Jahr Logistik ist halt irgendwie ganz, ganz schwierig. Canon EOS R5-R6. Wir haben ein Review gemacht zur R5. Viele von euch haben das ja auch schon gesehen. Falls du noch nicht gesehen hast, schau doch gerne nochmal rein. Das ominöse Überhitzungsproblem haben wir nur am Rande behandelt, weil uns hat das jetzt tatsächlich nicht so eingeschränkt. Aber wir haben halt auch bewusst manche Sachen nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, es wird scheinbar immer klarer, das ist vor allem ein Softwareproblem im Sinne von, da ist ein Software-Timer drin. Das heißt, Canon könnte dann auch verlängern den Timer oder wird die Kamera halt wärmer oder keine Ahnung, also da gäbe es sicherlich Optionen noch. Oder man könnte vielleicht das Problem ist ja, das Video geht rein, es wird halt irgendwie gerendert, da ist eine CPU am Laufen, vielleicht kann man die CPU runtertacken, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, es gibt Hardware-Lösungen und zwar, wie immer im Leben, kein Problem, es gibt kein Problem, dass man nicht mit Panzertape lösen kann. So eine Lektion aus der Bundeswehr. Und tatsächlich, ich verlinke auf ein Video, da ist einer, der hat Panzertape genommen und hat das Überhitzungsproblem gelöst. Nur bedingt nachmachen, weil die Kamera wird natürlich trotzdem warm, aber zumindest schaltet sie sich da nicht mehr ab. Man muss allerdings alle paar Minuten den Akku rausnehmen, so als Workaround. Aber man kann dann weiterarbeiten. Das Problem ist nämlich sonst, wenn sie mal überhitzt ist, dann kann man sehr lange nicht weiterarbeiten, obwohl die Kamera sich gar nicht mehr warm anfühlt. Das könnte man Panzertape also scheinbar lösen. Kameranews. Panasonic bringt eine neue Vollformat-Kamera raus. Und zwar voraussichtlich nächste Woche. Am 2.9. wird sie scheinbar angekündigt. Das ist ziemlich bestätigt. Alles andere ist aber noch so ein bisschen Gerüchte. Sony. Die Sony A5, A6, man weiß es nicht, Einsteiger-Vollformat-Kamera von Sony. Es wird immer konkreter, dass die demnächst angekündigt wird. Und letzter Gerüchtestand ist, dass die einen Body von der A6600 hat, von der Größe her. Von der Leistungsfähigkeit her am nahe dran ist an der A7 III aber. Das heißt eine kleinere Vollformatkamera mit Flipscreen und mit dem neuen Touch-Bedienung. Das wäre ziemlich charmant, weil die A7 III, ob die nur kleiner ist, wäre mir jetzt noch relativ egal. Aber Klappdisplay nach vorne ist natürlich schon mal sehr gut. Die A7 III wäre total ausreichend für alles, was wir machen eigentlich. Und dann noch das Touch-Bedienfeld und so weiter. Ich sitze jetzt hier zum Beispiel, wir filmen mit der A7 R3 und ich sehe mich nicht. Und das ist ein bisschen ein Problem und das hätte ich dann halt nicht, weil ich das Display nach vorne klappen könnte. Gerade jetzt hier neue Umgebung und so, das war ein bisschen mühsam jetzt einzustellen, weil wenn ich mich hinter die Kamera bewege, dann sehe ich ja nicht, wie ich hier sitze. Ein bisschen Fummelei immer. Speaking of Auto, Volvo. Da fragt man sich, oder ist unglaublich, 2020, wie sowas passieren kann. Es gibt einen Fotografen und ein Model, die haben... Der Fotograf hat das Model irgendwie mit dem Volvo fotografiert, so, auf Instagram gepostet. Volvo hat den angefragt, ob sie Bilder verwenden dürfen und er hat nicht Ja gesagt, sondern er hat den gefragt nach Lizenzkosten und sie haben sich nicht mehr gemeldet und haben die Bilder einfach verwendet, also seine Bilder geklaut. Und jetzt gibt es einen Rechtsstreit und Volvo behauptet, die sind auf Instagram, also kann man sie frei verwenden. Und dazu kommt erschwerend, das Model hat einen Vertrag mit einem anderen Autohersteller und darf eigentlich gar nicht mit Volvo arbeiten. Und jetzt wirbt Volvo mit diesem Model. Geschichten, die das Leben schreibt. Ne? Der Anwalt von dem Fotografen ist aber scheinbar sehr optimistisch, dass Volvo da zahlen muss. Und zwar wahrscheinlich dann auch relativ viel. Wie kann sowas sein? Unabhängig davon, ob sie recht haben oder nicht, ist völlig irrelevant. Wie kann man denn als großer Markenname wie Volvo hingehen und Fotos klauen von dem Instagrammer? Also entweder bezahlen sie die oder nehmen halt andere Fotos. Also es wäre gar kein Problem, andere Fotos zu finden von ihrem Volvo. Irgendwie so. Oder jemanden zu beauftragen halt, wenn sie Fotos brauchen, weil sie keine haben. Irgendwie. Weil da ist ja eine Medienagentur dahinter wahrscheinlich, die sollten sich damit auskennen. Und naja, ja, 2020. Rechtsloses Internet und so weiter.
Und einen letzten Punkt habe ich noch, minimalistischer Fotowettbewerb. Mal vorbeischauen, die Gewinnerbilder sind also jetzt veröffentlicht. Total cool, also so richtig halt, ja, minimalistisch halt. So, wo man sagt, ja, ey, hallo, sowas kann ich doch auch, aber ich kann sowas nicht. Und ich finde das total cool, so ganz minimalistische Fotos, künstlerisch. Das wären für mich jetzt keine Portfolio-Fotos, aber ich gucke mir sowas gerne an. Sieht ziemlich cool aus, es lohnt sich total, weil das eben keine Hightech-Fotos sind, die man nur mit aufwendigem Equipment machen kann, sondern einfach gut gesehene Sachen. Und wahrscheinlich ein bisschen gephotoshoppt, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls sehr gut gesehen, lohnt sich. So viel zu den Industrie-News. Instagram. Wenn du möchtest, dass deine Bilder hier besprochen werden, dann nimm das Hashtag WiesnerNews. Da sind inzwischen auch fast 50.000 Bilder drin. Also ihr seid fleißig. Und ich habe diese Woche waren ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei. Typografski hat den Wasserturm mit Weida fotografiert. Sonnenuntergang wahrscheinlich, kann ich jetzt hier nicht sehen, Sonnenuntergang wahrscheinlich. Also einfach so ein fantastischer Himmel, wo man sagt, egal was man fotografiert und wenn es irgendwie ein Telefonhäuschen ist, alles ist toll bei dem Himmel und der Wasserturm sieht in dem Fall auch noch attraktiv aus. Also toll, tolles Bild, Typografski. Dann Saxuro aus Bielefeld. So ein Klassiker habe ich irgendwie schon öfter gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Bild schon mal öfter gesehen habe oder ob es irgendwo nachgemacht hat, das weiß ich nicht. Ein Repost, genau, Erinnerung. Cooles Bild, wenn man auf sowas steht. So zwei Farben-Look drauf und irgendwie Schaufenster und so. Also City, ein bisschen Spiegelung drin, so ein bisschen Harry Potter-Look mit der Brille und der Kapuze und so. Also mag ich sowas. Total gut geworden, Saxuro aus Bielefeld. Gratulation dazu. Hat sich gelohnt, das zu reposten und uns zu taggen. Dann Sumse war in der Sächsischen Schweiz und hat das ultimative Foto gemacht, mal wieder auf dem Lilienstein natürlich, the place to be, nur wenn man schwindelfrei ist, man muss einen großen Schritt machen, auf dem Lilienstein und irgendwie alles gut zusammenkommen. Toller Sonnenstern, Nebel drin, Langzeitbelichtung mit Wolken, sehr dynamisch, also super cool geworden. Kein Wunder, gab das viele Likes. Sumse, Sächsische Schweiz. Sächsische Schweiz, ne, Herbst, Sächsische Schweiz, mit unserem Magazin gerne. Wir haben noch ein paar im Shop. Und dann Philipp Koni war auch in Sachsen unterwegs und hat einen Kometen fotografiert und kann ich nicht erkennen, hier wahrscheinlich ein Getreidefeld mit einem Baum drin und dann eben Sternenhimmel und dann halt eben Meteorit oder was das ist dadurch. Ziemlich cooles Bild, Philipp Koni, Gratulation dazu. Und ein letztes noch, Fördegrafie Malte. Also Malte wahrscheinlich, ne? Malte, schöner Hund, also wunderschöner Hund und dann in der Heide, so, also auch so ganz, ganz einfach, schlicht, ne? Also ein 70-200 daneben oder 85er Millimeter oder sowas. Ein bisschen freistellen, schönes Licht abwarten, einen schönen Hund in die schöne Heide setzen oder eine schöne Frau oder ein Kind oder Mann oder wie auch immer, lohnt sich immer. Gratulation, Malte. Team Wiesner. Highlight der Woche ist natürlich, dass ich endlich meinen Bus habe. Ganz kurze Story noch, weil nicht alle das mitgekriegt haben. Ich hatte ja schon länger nach einem Bus gesucht und hatte mich dann für den VW-Bus entschieden. Dann habt ihr mir alle geschrieben, nein, bloß nicht VW-Bus, Qualitätsprobleme ohne Ende und so weiter. Also habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich halt Mercedes. Preislich ist der Mercedes sogar ein bisschen günstiger als der VW-Bus, wenn man den neu kauft. Und dann habe ich aber keinen gefunden. Den aktuellen VW-Bus, den aktuellen Mercedes V300. Also kriegt den mal als Gebrauchtwagen, gibt es quasi nicht. Und wenn du ihn neu bestellst, irgendwie ein halbes Jahr Wartezeit und so. Und ist der Sommer vorbei und Herbst auch. Was soll ich denn im Januar mit dem neuen Auto? Will ich auch nicht. Und deswegen bin ich quasi notgedrungen bei VW gelandet. Und die haben diese Tradeboard-Geschichte für die Nutzfahrzeuge. Das heißt also Caddy und halt eben der VW-Bus. Und dadurch ist der sehr günstig gewesen im Grunde für das, was er kann. Keine gute Ausstattung, aber relativ günstig im Leasing. Ich habe den für 2 Jahre geleast, dass ich auch mal ein bisschen Gefühl kriege, was mache ich denn überhaupt damit. Der ist primär Nutzfahrzeug. Wir waren heute Morgen schon zur Post. 35 Postkisten zur Post gebracht. Und natürlich muss ich auch mein Kind hier drin transportieren können, mein Hund. Ich will damit auch mal drin schlafen können. Also super flexibel, wie so ein Bus halt so ist. Und da muss ich erstmal ein bisschen Gefühl kriegen. Und in 2 Jahren gebe ich den ab oder kaufe den halt, je nachdem. Und weiß dann halt ein bisschen, was ich brauche, was ich nicht brauche oder so. Aktueller Stand ist für die VW-Bulli-Fahrer, dass ich die Rückbank drinnen lassen werde. Ich habe mir dieses Board bestellt, was man dann dazu machen kann, sodass man den Klappen flach klappt und das Board dahinter macht. Dann hat man ein Bett. Da kommt eine Luftmatratze einfach drauf, weil ich werde nicht oft da drin schlafen. Ich habe nicht vor, damit 3 Wochen durch Skandinavien zu fahren oder so, sondern hin und wieder mal irgendwo pennen können. Und dann reicht natürlich auch eine Luftmatratze. Und dann schauen wir mal, wie sich das bewährt. Und dann schauen wir weiter. So viel zum VW-Bus. Zweites Highlight ist natürlich Zielfoto.
Die sind letzte Woche gekommen und wir haben angefangen zu versenden, LKW-ladungsweise. Jetzt warten wir auf den LKW, der sollte eigentlich schon da sein. Da gehen heute nochmal 1000 Bestellungen raus. Gestern sind schon 1000 weggegangen, letzte Woche. Also sind also crazy, total crazy, wie viele Leute bestellt haben. Und wir schieben hier tatsächlich LKW-weise, die so schnell wir halt können. Wir sind zu dritt, ganzen Tag am Einpacken, kommen deswegen nicht zu viel zu anderen Sachen. Die Leonie, die bei uns aushilft, die Schülerin, die ist eine Maschine, die ist eine Maschine, das ist krass. Da können Sebastian und ich uns nochmal eine Scheibe abschneiden. Oh, jung sein. Also da geht super raus. Ich habe super tolles Feedback. Also vielen Dank für alle, die uns geschrieben haben, wie toll sie das Magazin finden und wie toll sie den Beileger finden. Wir haben einen neuen Beileger zum Mitnehmen in DIN A5 mit quasi den Touren nochmal in klein zum Mitnehmen, damit man das kostbare Zielfotomagazin nicht verknicken muss. Am Wochenende war die Susanne hier. Susanne ist die Designerin von dem Magazin. Und wir haben hier das Wochenende durchgearbeitet an dem Handwerkerbuch. Also jetzt nochmal von vorne. Wir beginnen mit dem Bild. Werkstatt? Ja, ja, das ist gut. So, ich mache mal grundlegenden Raster weg. So, das heißt, man wird sofort reingezogen in die Geschichte. Sofort, aha, weiß, worum es geht. Porträt. Die Bio musst du noch ergänzen. So. Dann beginnen wir hier mit dem, das ist nochmal die Überlegung, ob wir mit dem Bild starten. Das ist jetzt fertig im Sinne von, wir haben mal alles in einem PDF und grob im Layout schon. Die Susanne macht jetzt das Feinlayout und ich gehe durch alle Texte nochmal durch. Ich habe eine lange Liste an To-Dos, wo ich noch hier was ergänzen, da eine Bildunterschrift, da irgendwie was umformulieren und so. Und noch, ne, ich schreibe mir dann immer Notizen rein, hier fehlen 300 Zeichen oder hier 500 Zeichen kürzen oder so, damit das nachher alles ins Layout passt. Dann wird das den Handwerkern allen nochmal zugeschickt, dass sie nochmal Feedback geben können, falls wir was fachlich falsch gemacht haben. Der Johann muss das Lektorat nochmal machen, das zieht sich dann schon noch. Aber der Plan ist, dass wir im November den Vorverkauf starten und dass es also rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen kann. Das ist natürlich das wichtige Ziel. Es wird sich dabei, zieht sich. Ein Buch ist halt auch aufwendiger als ein Magazin zu drucken, weil es gebunden wird und so weiter. Mit allem, was dazu gehört. Dann haben wir das Review gemacht zur Canon R5. Die haben wir abgegeben, die haben wir nicht mehr. Stattdessen haben wir jetzt hier die Nikon Z5 liegen. Heute Abend haben wir geplant, gab nochmal so ein Nachtshooting mit dem Olaf Light Painting. Das fällt wegen Regen leider aus, aber das ist nur verschoben. Das machen wir dann halt nächste Woche. Aber wir müssen jetzt ein bisschen aus den Pötten kommen. Wir müssen auch langsamer anfangen mit Norddeutschland. Es ist die ganze Woche Regen angesagt. Von so ringen wir so ein bisschen mit uns, ob wir nicht vielleicht ein bisschen das schlechte Wetter ausnutzen wollen zum Fotografieren. Weil am Meer ist schlechtes Wetter ja häufig sehr attraktiv. Also da sind wir dran, jetzt das Z5 Review zu machen als unsere große nächste Task. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel sehe ich jetzt auf ein Gerät, das wir hier gerade benutzen, zu dem ich aber noch nichts sagen darf, zu dem es dann auch nächste Woche ein Review gibt, wird, was auch für viele von euch interessant sein wird. Soviel zum Team Wiesner. Gewinnspiel. Gewinner von letzter Woche. Es gab zu gewinnen ein Buch von Uli Kunz. Wenn du es also gerne haben möchtest und nicht gewonnen hast, dann schau doch gerne bei ihm vorbei. Er verkauft über sich auf der Webseite und schau auch gerne mal bei ihm auf Instagram vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall total, weil der macht einfach total spannende Sachen. Meeresbiologe, taucht in der Arktis und so weiter oder halt auch mal in Tasmanien, also ist überall unterwegs und macht Forschungsprojekte und macht halt eben die Fotografie für Forschungsprojekte. Also super spannend. Gewinner jedenfalls von dem Buch ist Martin Ebbeke. Martin, herzlichen Glückwunsch dazu und viel Spaß mit dem Buch. Neues Gewinnspiel. Und zwar das Buch vom Zolak, von Olaf Schieche, der letzte Woche mit uns das Light Painting gemacht hat. Wenn du wissen willst, wie sowas geht, das Spannende daran an dem Olaf ist, er macht das mit total einfachen Sachen. So billige Plastikrohre, wo er eine Taschenlampe reinsteckt und so weiter. Also ziemlich einfache Sachen. Wenn man das Buch durchgeblättert hat, hat man das Gefühl, das kann ich auch. Da habe ich voll Bock drauf. Und dann versucht man es und dann merkt man, es ist doch schwierig, wie immer bei der Fotografie. Aber es ist nicht schwierig im Sinne von teure Sachen, sondern im Sinne von, wie immer, man muss es halt mal ein paar Mal machen, man muss ein bisschen üben. Und dann klappt das überraschend gut. Also sehr tolle Einleitung von dem Olaf. Gibt es zu gewinnen. Das Einzige, was du machen musst, ist Zolak in den Kommentar schreiben. Und du brauchst eine Adresse innerhalb der EU, einschließlich Schweiz. Dann schicke ich dir das zu von hier aus. Das Buch hier. Das gibt es zu gewinnen. Das waren die Wiesner News. Versuchsweise halt mal aus dem Bus, dass wir ein bisschen Gefühl kriegen, wie ist hier die Akustik und so weiter. Wir stehen bei uns vor der Tür, das heißt, wir sind hier im Industriegebiet, deswegen fahren die ganze Zeit Autos vorbei, LKWs und so weiter, hinten wird geschweißt. Ist halt so, gehört so ein bisschen dazu, aber ich bin gespannt, ob der Sound trotzdem gut war. Weil wir haben uns gerade überlegt, eigentlich hätte ich gar nicht so viel Akustik in die Halle stellen sollen, sondern wir hätten einfach den Bus immer reinfahren können, weil der hat, glaube ich, eine gute Akustik hier mit der Polsterung und so weiter. Also,
Bis nächste Woche. Tschüss. Ist aber auch was los heute da. Ist ja sonst viel ruhiger hier.